Depuis le début de la crise migratoire, l'Allemagne conduite par Angela Merkel constitue la principale force de l'appel d'air lancé aux migrants à prendre les routes pour rejoindre l'Europe. C'est ainsi que l'Allemagne a accueilli en 2015 plus d'un million de migrants, tout en prenant leur répartition au sein des différents membres de l'Union européenne. Peu de pays européens se sont ouvertement opposés à cette politique, en dehors des quatre du groupe de Visegrad. La classe dirigeante française n'a jamais contredit l'Allemagne dans cette politique. Pourtant, une différence notable entre la France et l'Allemagne marque l'esprit. En effet, si les gouvernements respectifs de la France et de l'Allemagne conduisent une politique convergente sur la question migratoire, de façon voulue ou subie, en revanche, l'état d'esprit des populations est assez différent. Cela s'illustre aussi bien par le résultat des consultations électorales que par les sondages d'opinion. Alors qu'en France, le ressenti identitaire face au phénomène migratoire est fort, en Allemagne, l'apathie d'une population en déclin démographique face à des arrivées supérieures au nombre de naissances est surprenante. Jusqu'aux agressions sexuelles de masse commises à Cologne lors du Nouvel An 2016, l'absence de réaction des Allemands face au phénomène migratoire était quasi totale. Toutefois, une réelle fracture existe au sein de l'Allemagne, ou plutôt entre deux Allemagnes. L'Allemagne de l'Ouest et l'ancienne Allemagne de l'Est, ou RDA, qui s'est trouvée durant un demi-siècle sous domination soviétique. C'est dans la ville de Dresde, en Saxe, que durant toute l'année 2015, une mobilisation sans précédent a eu lieu pour s'opposer à la politique migratoire d'Angela Merkel. Cette mobilisation s'est incarnée autour d'un mouvement né en octobre 2014, Pegida, dont l'acronyme signifie « Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident ». Chaque lundi, plusieurs milliers, parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunissent et forment une marche pacifique. Tel le village gaulois d'Astérix qui résiste aux Romains, Dresde est devenu le symbole d'une Allemagne qui ne veut pas disparaître. Cette Allemagne s'incarne avec un drapeau original que beaucoup de visiteurs étrangers pourraient confondre avec le drapeau norvégien. C'est le drapeau de Wirmer, également connu sous le nom de drapeau allemand de la résistance du 20 juillet, en référence à la tentative des Allemands anti-nazis d'éliminer physiquement Hitler et son régime en 1944. Si les autres implantations de Pegida en Allemagne ne connaissent pas le même succès qu'à Dresde, un indicateur permet toutefois d'évaluer sa popularité croissante. Durant plusieurs jours, l'hymne de Pegida s'est retrouvé en tête des ventes sur Amazon, à tel point qu'Amazon a annoncé reverser une partie des bénéfices de la vente au profit d'associations aidant les migrants. Pour mieux comprendre le phénomène dresdois, une équipe de TV Liberté s'est rendue à Dresde. Cette ville d'un demi-million d'habitants, surnommée la Florence de l'Elbe, est connue pour les bombardements dont elle a fait l'objet en février 1945, à l'approche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La ville, entièrement détruite, a depuis lors été quasiment reconstruite à l'identique. Les quelques pierres calcinées restantes des ruines de l'église Notre-Dame de Dresde, la Frauenkirche, ont été utilisées pour sa reconstruction à l'identique. L'incidence de Pegida s'observe rapidement en ville, puisque sur la place du théâtre, lieu où se terminent les rassemblements hebdomadaires du mouvement, des messages de propagande multiculturaliste sont déployés de façon permanente sur un écran géant disposé sur le théâtre. Fort heureusement, Dresde dispose d'autres atouts qui rendent la visite de la ville des plus agréables, même dans le froid hivernal. Nous rencontrons Tatiana Festerling peu avant la première manifestation de l'année 2016. Cette femme dynamique de 51 ans, qui est la porte-parole du mouvement Pegida, a été candidate à la mairie de Dresde en juin 2015, recueillant près de 10% des suffrages. Elle nous explique et nous présente son mouvement. Bonjour Madame Festerling, merci de nous accueillir ici à Dresde, la capitale de la résistance. Vous êtes une des figures de proue de Pegida, avec Lutz Bachmann. Quand Pegida a-t-il été fondé et pourquoi? Pegida hat sich gegründet im Oktober 2014. Und zwar sind zu der Zeit im September, Oktober haben Auseinandersetzungen stattgefunden zwischen Türken und Kurden hier in Deutschland, in mehreren Städten. Und das war damals der Anlass für die Gründer von Pegida zu sagen, das kann nicht sein, dass hier Stellvertreterkämpfe auf deutschem Boden in Deutschland ausgetragen werden. Und haben eben diese zunehmende Islamisierung unseres Landes zur Kenntnis genommen und haben gesagt, dagegen muss man etwas tun und wir gehen einfach jetzt mal auf die Straße. Und so kam das und bei der ersten Pegida,
damals im Oktober, ich glaube am 20. Oktober war das 2014, waren schon bereits 400 Leute auf der Straße, bei der nächsten dann am nächsten Montag schon 800 und so setzte sich dann sozusagen diese Erfolgsgeschichte von Pegida fort. Est-ce que Pegida est seulement contre l'islamisation ou y a-t-il d'autres revendications ou d'autres thèmes utilisés par le mouvement? Zunächst einmal ist natürlich Pegida eine, ja, wenn man so will, monothematisch gestartete Bewegung, nämlich gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wir bezeichnen uns ja auch als die patriotischen Europäer. Also es ist schon in einem größeren Kontext zu sehen. Ein ganz wichtiges Kernthema von Pegida ist auf jeden Fall auch die Mitbestimmung der Bürger. Wir fordern direkte Elemente der direkten Demokratie wie Volksentscheide, weil wir eben den Entscheidungen und der Linie unserer Politiker nicht mehr vertrauen. Vous êtes une figure de proue de Pegida et vous venez de l'ouest de l'Allemagne. Vous pouvez donc voir la différence qu'il y a entre les deux parties du pays. Pourquoi les rassemblements de Pegida dans l'est de l'Allemagne, par exemple à Dresde ou à Leipzig, attire-t-il autant de personnes et d'un autre côté aussi peu de personnes dans l'ouest de l'Allemagne? Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Auch das hat eigentlich das ganze Jahr Pegida gezeigt, dass diese deutsche Einigung eigentlich nicht wirklich vollzogen wurde. Also zumindest nicht im Denken und auch nicht in der Wahrnehmung der Menschen. Hier im Osten ist Pegida sicher deshalb so erfolgreich, weil die Menschen hier einfach zweimal hintereinander die Erfahrung gemacht haben, in einem totalitären System zu leben. Und die Sensibilität der Menschen hier ist deutlich ausgeprägter für totalitäre, für diktatorische, für einschränkende staatliche Eingriffe, also Meinungsfreiheit ist hier ein ganz, ganz hohes Gut, überhaupt die Freiheit. Die Menschen hier wissen die Freiheit noch anders zu schätzen als die Menschen im Westen. Dazu kommt natürlich, dass man im Westen, das ist ja in Frankreich wahrscheinlich nichts anderes, eine über viele Jahre schleichende Gewöhnung erfahren hat. Also die Islamisierung oder die Überfremdung unserer Kultur, die vollzieht sich ja schon seit den frühen 70er Jahren. Und man hat sich das natürlich anfangs immer sehr schön geredet. Der türkische Gemüsehändler, der libanesische Änderungsschneider und so weiter. So hat sich sozusagen eine am Anfang sicher multikulturelle Parallelgesellschaft entwickelt und man hat einfach die Achtsamkeit verloren und den Moment verpasst, wo das gekippt ist. Und hier im Osten sind die Menschen das so nicht gewohnt. Ein weiterer Grund ist sicherlich, wenn Sie nachher auf den Platz gehen und diese wunderschöne Kulisse sehen, auf dem Theaterplatz oder auf dem Schlossplatz oder auf dem Neumarkt, dann sieht man hier vor Ort einfach bei jeder Demonstration oder im täglichen Leben, wofür es sich lohnt zu kämpfen, nämlich die Kulturleistungen unserer Vorfahren zu würdigen. Und wenn Sie nach Westdeutschland gehen, in eine lieblos wieder aufgebaute Stadt wie zum Beispiel Kassel oder Frankfurt oder so etwas, dann fällt das natürlich deutlich schwerer angesichts irgendwelcher emotionslosen Bauten oder so. Man ist dort nicht mit dieser Kulturleistung oder mit dem, was Deutschland mal ausgezeichnet hat, konfrontiert. Und als letzter Grund ist sicherlich etwas so, dass Dresden, hier wohnen die Sachsen, ja, und das ist immer schon so ein rebellischer Volksschlag gewesen. Und Dresden hat sich auch in der Vergangenheit immer schon ausgezeichnet dadurch, dass hier eine sehr gesunde Zivilgesellschaft lebt, dass man nicht hier nämlich um Themen richtig gestritten und gezankt hat, im besten Sinne des Wortes. Das ist so ausgeprägt im Westen längst untergegangen. Das heißt, hier in Dresden ist es oft so, dass Themen diskutiert werden, die dann hinterher eigentlich stellvertretend für ganz Deutschland diskutiert werden. Et en 1989, tout a commencé à Leipzig. Il y a eu les manifestations autour de l'église Saint-Nicolas. Ces manifestations ont conduit à la chute du régime. Est-ce que les manifestations de 1989 inspirent les manifestations actuelles? Et est-ce qu'elles pourraient conduire à des changements profonds du système politique, comme ça a été le cas en 1989?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben ja sehr viel, das werden Sie auf dem Platz sehen, wenn Sie das Alter der oder das Hauptalter der Pegidianer sehen. Wir haben sehr, sehr viele Leute hier bei uns auf dem Platz, die zu Pegida gehen regelmäßig, die auch 89 schon auf die Straße gegangen sind. Anfangs haben mir viele gesagt, das ist wie 89, es gibt sehr viele Parallelen. Inzwischen beurteilen die Menschen das, glaube ich, anders. Ich kann das selber nicht beurteilen, weil ich damals im Westen gelebt habe. Aber heute ist es so, oder sagen wir mal so, damals war es so, man hatte noch das Regulativ, man hatte Westmedien, man hatte einen Partner sozusagen, der einem in die Freiheit verhalf im Westen Deutschlands. Und heute sagen viele, dass sich die Situation eigentlich sogar verschlimmert hat, weil wir haben die gesamten Medien gegen uns, bis auf ganz wenige unabhängige Ausnahmen. Dazu kam natürlich auch in der DDR, dass die wirtschaftliche Situation so prekär war, dass der Staat so, wie er damals bestand, nicht hätte weitermachen können. Es gab die Perestroika und diese Unterstützung haben wir heute hier vor Ort nicht. Angela Merkel fait venir 1 Million d'étrangers au cours de l'année 2015. Les portes sont grandes ouvertes. Les immigrés continuent à arriver jour et nuit sans aucun contrôle. Est-ce que cela affecte véritablement la popularité d'Angela Merkel? Parce que dans les sondages, elle ne descend pas tellement. Et d'un autre côté, est-ce que ça amène de l'eau au moulin et de Pegida? Ja, natürlich. Also fangen wir mal im Ausland an. Wir sind ja viel unterwegs, also auch in Tschechien beispielsweise. Da scheint Frau Merkel inzwischen auch die meistgehassteste Frau zu sein in Europa. Denn Frau Merkel mutet allen anderen EU-Mitgliedstaaten ja zu, dass sie sich mit der von ihr ausgelösten Flüchtlingsinvasion hier auch auseinandersetzen sollen. Beziehungsweise sie versucht das ja über eine Quotenregelung der EU zu lösen, das Problem. Aber auch in Deutschland. Da klafft doch das Verhältnis zwischen den offiziell von den öffentlich-rechtlichen Medien abgefragten Umfragen und dem, was man sonst wahrnimmt oder in freien Polls, also in freien Umfragen im Internet, klafft das doch sehr deutlich auseinander. Also Frau Merkel wird, glaube ich, von fast vielen, also von der überwiegenden Mehrheit der Deutschen, als die gefährlichste Frau Europas gehalten. Und Frau Merkel war es, die das mit ihren Flüchtlings-Selfies diesen Strom noch angeheizt hat. Frau Merkel ist es, die sich hier über Gesetze, über Recht und über Verträge hinwegsetzt in einer selbstherrlichen Art, dass man sich wirklich fragen muss, warum stoppt eigentlich niemand diese Frau? En Hongrie, Monsieur Orban a fermé les frontières du pays en construisant une barrière. Que pensez-vous de la politique adoptée par Viktor Orban? Also Viktor Orban ist ja nun der einzige oder der erste Politiker in Europa gewesen, der sich besonnen hat und die europäischen Verträge eingehalten hat, der das Schengen-Abkommen verteidigt hat durch seinen Zaun und der als erster gesagt hat, das sind illegale Migranten, die hier hineinkommen. Und ich bin Mitte September an den Zaun gefahren. Das war dort, als der Zaun gerade gebaut wurde und es diesen Angriff gab von Asylforderern, die von Serbien aus über den Grenzübergang von Röschke nach Ungarn eindringen wollten und von Ungarn dann weiter Richtung Österreich und Deutschland. Und insofern kann man nur sagen, dass Viktor Orban ein, finde ich, sehr bewundernswerter Politiker ist, der vor allen Dingen auch das Kernproblem erkannt hat, der sagt, wir müssen erstmal die Grenzen sichern, erstmal die Grenzen dicht machen und nicht, wie ihr früherer Präsident ja Sarkozy gesagt hat, der Wasserrohrbruch, dass wir uns nicht überlegen, das hereinströmende Wasser erstmal, wie verteilen wir das gleichmäßig in Europa, sondern dass wir erstmal den Wasserrohrbruch dichten und das heißt, erstmal unsere europäischen Außengrenzen zu verteidigen und sichern und uns dann überlegen, was machen wir mit denen, die drin sind, wer muss raus, wer kann bleiben und wie verteilen wir die bleiben können, dann
nach welchen Gesetzmäßigkeiten verteilen wir die dann in den Ländern der EU? Es ist halt so, dass wir in Deutschland keine wirklich echte Alternative haben. Wir haben zwar eine Partei, die heißt Alternative für Deutschland, aber diese Partei ist noch sehr jung und noch irgendwo, sagen wir mal so, in der Selbstfindungsphase. Und wir würden uns halt sehr wünschen, dass da deutlich klarere Positionen geäußert werden. Und es ist zum Beispiel auch nicht so ganz verständlich, warum sich eigentlich diese zwei Abgeordneten im Europaparlament nicht der Fraktion von Marine Le Pen und Geert Wilders angeschlossen haben. Und wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und es ist in der Tat geplant, wenn sich da nichts ändert, dass Pegida eine eigenständige Partei gründet. Pensez-vous qu'en 2016 Pegida va se développer et qu'attendez-vous de l'année 2016? Ob Pegida größer wird oder nicht größer, ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Pegida ist auf jeden Fall beständig. Es ist eine feste Größe. Pegida gibt es seit über einem Jahr. Es gibt eine große Menge von Menschen, die zuverlässig jeden Montag wieder hierher kommen und Gesicht und Flagge zeigen. Pegida ist der Stachel im Fleisch der Regierungspolitik von Frau Merkel und Pegida wird sich nicht einfach wegschimpfen oder wegprognostizieren oder sonst etwas lassen, sondern Pegida bleibt da. Wir werden in 2016 unsere internationale Vernetzung deutlich erhöhen. Wir werden am 6. Februar eine große gemeinsame Pegida-Demonstration inzwischen sind es, glaube ich, 11 Nationen Europas haben. Wir werden das ausbauen, denn uns ist auch eins klar, eine Wende in der europäischen Politik, muss man ja sagen, schaffen wir nicht alleine. Das schaffen wir in Deutschland nicht alleine, das schaffen wir nur im Verbund mit unseren europäischen Nachbarn. Also ich denke, für uns hier vor allen Dingen im Osten Deutschlands ist es ganz wichtig, in die Visegrad-Staaten zu schauen, was dort passiert. Und man wird sehen, wie sich Europa dann irgendwann vielleicht auch neu sortiert. Da stimme ich mit Marine Le Pen natürlich, und stimme, glaube ich, alle vollständig überein, diese EU muss zerstört werden. Merci nous avoir reçu dans cette belle ville de Dresde, Madame Festerling. Merci. Merci beaucoup.